Eine Leiter war nicht bequem genug. Die betagten Jagdgenossen schritten komfortabler auf ihre Hochstände über Treppen. Die Schorfheide, fast 300 Quadratkilometer feinstes Jagdgebiet. Erich Honecker, Günter Mittag, Horst Zindermann und Gäste bliesen hier zum fröhlichen Halali. Auf seltenes Muffelwild und vor allem auf kapitale Hirsche hatten es die drei Jagdgenossen abgesehen. Das Volk finanzierte überaus großzügig die Jagdleidenschaften der drei Herren. Die Schorfheide heute, Landschaftsschutzgebiet heißt es jetzt. Abgeschottet durch Wildzäune, 2 Meter hoch, meilenweit. Dazu Zehntausende von Bäumen, die gleich einzeln eingezäunt wurden. Als ich mit meinen etwa gleich alten Kollegen in den 60er Jahren hierher kam, ging es darum, ein repräsentatives Staatsjagdgebiet aufzubauen, in dem ordentlich Forstwirtschaft getrieben wird und in dem aber auch jachtliche Erfolge für Gäste aus aller Welt geschaffen werden sollten. Die Verluste aus der Forstwirtschaft bezahlte der Staatshaushalt. Jährlich 8 Millionen Mark. Die Futtertrüge fürs Wild wurden jedes Jahr für 3,3 Millionen gefüllt. Mit Kraftfutter, feinster Mischung. Mais zum Beispiel für die Hühner oder sonst was brauchten, was wir auch gerne mal haben wollten. Das gab es überhaupt nicht. Und hier ist das tonnenweise mit LKWs angefahren worden? Ich möchte sagen, mit LKWs also auf alle Fälle, ja. An den offenen Einsprüngen wurde das Wild ins Jagdparadies gelockt. Steilwände blockierten den Rückweg. Angeblich seit den 60er Jahren abgeschafft. Der nagelneue Zaun, der die Wildfalle jetzt dicht macht, hat noch keinen Rost angesetzt. Ein volkseigener Zoo für die Führer der Arbeiterklasse. Die Jagdhütte des ehemaligen Staatsratsvorsitzenden eher bescheiden. Volkspolizei hält die Stellung. Direkt vor der Jagdhütte, die gefüllten Tröge und Futterraufen, nachts bestrahlt von Halogenlicht. Schöne Aussichten für den Jagdgenossen Erich Honecker. Weidmannsart, proletarisch, international. Ist es üblich, dass man das Wild an den Futterplätzen abschießt? Nein. Das wurde aber hier gemacht. Selektionsabschuss. Was bedeutet das? Bedeutet das kranke Wild. Aber die Hochstände sind doch alle an den Futterstellen direkt aufgebaut, in der Schusslinie. Naja, Selektion, man muss ja mal erst was zur Beobachtung. Eine Jagdhütte im Revier von Günter Mittag. Isolierverkleidet und winters mit Sägemehlofen beheizt. Selektionsabschuss und Wildbeobachtung haben die Herren hier nicht betrieben. Bei Pilsner Urquell und Cointreau pirschten sie sich behaglich an die getarnten Schusslöcher. Davor die umzäunten Wildäcker und sattgefressenes Rotwild. 10-mal mehr als in einem normalen Bestand. Eine Schießbude für das Zentralkomitee. Das musste dann also gut organisiert sein. Das ging dann am Schluss gar nicht mehr ohne BKW. Und ich will so sagen, aus dem Auto rausspringen, gucken, schießen, reinspringen, weiterfahren. So etwa war es am Schluss. Der Jagdeifer machte den Bau von Wildhallen erforderlich, zur Zwischenlagerung der Beute. Diese Halle für Günter Mittag spendierte das Ministerium für Verteidigung 1984 für runde 70.000 Mark. Doch zur zünftigen Jagd gehört natürlich auch der frische Waldduft. 13 Kilometer entfernt diese Gülleanlage. Sie wurde 1986 auf Anordnung des Jagdgenossen Mittag aus der Nachbarschaft seines Jagdreviers hierher verlegt. Ja, weil er den so gestunken hat, hat er hier herbauen lassen. Mhm. Die Straße, ja, alles. Also alles im Allen soll es wohl etwas über 6 Millionen gekostet haben. In der Verschwendung des Volksvermögens waren die Jagdgenossen spitze. Eine Elektrostation inmitten der Schorfheide. Auf 30 künstlich angelegten Wildäckern steht ein großzügiges Pumpensystem. Die Beregnungsanlage für 6,4 Millionen bringt Frische fürs äsende Wild. Für den Jagdleiter Honeckers ist dies mehr eine Feuerlöschanlage. Die vorbildliche Organisation der Jagdleidenschaft dankte ihm der Staatsratsvorsitzende mit einem 750.000 Mark Anwesen, das Wilhelm Dunkel auch heute noch bewohnt, für 85 Mark Monatsmiete.
Der Mietvertrag ist auch ziemlich abgeschlossen worden und der bleibt doch so. Repräsentation ist alles, koste es, was es wolle. Das dachte sich auch schon Kaiser Wilhelm II., als er mit seinen Jagdgenossen in der Schorfheide tafelte. Seinen letzten 22 Ender schoss er hier. Die Goldfarbe ist frisch gemalt. Des Königs Eiche, nach 45 von den neuen Waldbesitzern gefällt, wurde in den letzten Tagen hastig neu gepflanzt. Und was dem Generalfeldmarschall an dieser Stelle gelang, sein letzter Blattschuss, schaffte ein anderer hier. Über den planierten Waldweg pirschte er im Land Rover am 18. November letzten Jahres drei Hirschen hinterher. In vitaler Frische erlegte Erich Honecker am Spitzberg seinen letzten mittelprächtigen Zwölfender. Ein Gedenkstein fehlt noch.